bin im Himmel. Ich bin heute bei Kevin Kugel, ein Schokolatier in Sindelfingen. Und ich tauche heute ganz, ganz tief in die Schokolade ein. Aber jetzt gibt's erstmal eine Runde Gönnung. Eine neue Folge, gleich eine neue Mütze. Ja! Yeah. Die Weihnachtszeit ist bekanntlich auch Schokoladenzeit. Wir nehmen alle so ein paar Kilo zu und verantwortlich ist er hier, Kevin Kugel. Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Ja, dafür macht's glücklich. Es macht zwar dick, aber es macht glücklich. Also wir waren Weihnachtsmänner aus Schokolade natürlich. Macht Sinn. Und jetzt schminken wir die erstmal, also pinseln die erstmal so ein bisschen mit weißer Schokolade an. So, ich mache hier direkt ein bisschen unter die Schokolade drunter, ein bisschen abtupfen. Und dann kann man hier einfach den Bart ausmalen. Das sind mal Farben, du. So, hier kommt jetzt dunkle Schokolade rein. Oh, dunkle, meine Lieblingsschokolade. Also wir machen nur das Äußere. Wir machen nur die schöne Hülle, sonst wäre es wahrscheinlich zu massiv. Ja. Hier unten haben wir so ein Pedal. Okay. Da können wir die Schokolade immer steuern. Schokolade rein. Oh. Richtiger Zeitpunkt. Stopp. Einmal drehen. Also meiner sieht schön ausgemalt aus. Ja, schauen wir nachher mal bei dir. Setzen wir es hier aufs Papier. Aufregend. Gut. Ich würde das jetzt am liebsten austrinken. Jawohl, fünfmal oder? So. Et voilà. Und ab in den Kühlschrank. Machen wir es rein. Das ist ein großer Kühlschrank. Eine Ewigkeit später. Okay. Sieht ja schon mal gut aus. Oder? Die Enthüllung beginnt jetzt. Ja, gut. Hallo. Wow, perfekt. Also, die ganzen Geschenke sind weiß eingemalt. Ja, absolut top. Der wird einiges kosten hier, wenn man den haben möchte. Fast schöner wie meiner. Das ist Santa. Fast? Fast. Nur fast. Jetzt wird er richtig teuer. Und dann noch sein Bauch, würde ich sagen. Nimm es mir nicht übel, aber ich möchte dich gerade so gern aufessen. Ich habe meinen Beitrag für Weihnachten geleistet. Vielen Dank. Und ich verkugel mich jetzt mit meinen ganzen Kalorien. Ciao. Tschüss.